Hallo und herzlich willkommen zu Kia zu Factorio. Ja, dass wir hier auf dem Stein rumstehen, zeigt mir, dass mein Vergangenheits-Ich hier irgendwas noch bauen wollte, aber dann keine Zeit mehr hatte. Ja, wir brauchen wahrscheinlich Steinziegel für eine Produktion und wir wollten, soviel ich weiß, für die Forschung die nächsten Pakete bauen, diese für die Produktion und dann eventuell halt weiter auf die Hochtechnologie-Fläschle da. Je nachdem, mal gucken. Muss ich mal schauen. Das ist Quatsch. Ja, wir müssten da das aber hier anders aufziehen, die Situation hier. Ja, ich müsste den elektrifizieren und einen lasse ich aber noch so. Ich müsste es hier anders groß aufziehen, die Geschichte hier, weil wir machen jetzt erstmal hier ein bisschen die Kohlekiste leer hier. So, ein paar lassen wir noch drin. Das können wir ja vorläufig mal, ja gut, ja. Habe ich hier reingeschmissen, da also schmeiße ich halt hier mal die Kohle rein, beziehungsweise Holz erstmal. Ich habe ja dann ein bisschen Wald geerntet, so viel ich weiß. Ach, das ist bloß eine Eisenkiste. Warte mal, da draußen machen wir eine passive Anbieterkiste mal hier. So, dann blinkt es wieder schön hier. Wieder eine neue Kiste, die blinkt. Das ist auch nur eine Eisenkiste. Aha. Naja, gut. Die muss jetzt hier nicht unbedingt größer sein. Das ist voll legitim. Was hat er drin? Holz. Jetzt hat er ein bisschen Kohle noch im Inventar, aber das ist arg schlimm. Das kriegt der vorläufig. Warum macht der... Oh. Alarm beim Strom. Das läuft gerade ganz lahmarschig hier. Was ist da los? Aha, ja, das Atomkraftwerk ist ausgefallen. Die haben keinen Brennstoff mehr. Au. Das ist kritisch. Warum haben die keinen Brennstoff mehr? Was ist denn mit... hallo? Ach, der produziert so langsam hier das, Moment mal. Ah, das Blöde ist, ich kann die Kiste hier, die muss ich manuell transferieren. Ja, das sollte aber nichts mehr weiter eigentlich reinpacken, der Olli da hier. Charakterinventar ist voll, ja, schön für euch. So, dann hauen wir das mal schnell hier rein. So. Oha, das ist aber ganz kritisch. Ja, ich sollte mir da ein Failsafe einrichten eigentlich. Das ist mir jetzt sehr unangenehm, dass es jetzt auf einmal hier aufstockt hier. Und hier fehlt eigentlich noch ein Roboter. Was ist denn das? Schneller Greifer, naja gut, der arbeitet jetzt nicht sehr schnell, weil, ja, er hat halt keinen Strom, ne? Ja, dann machen wir noch einer. Das ist natürlich, ja, wir sind total im roten Bereich. Ja, das habe ich alles ein bisschen blöd gebaut hier. Warte mal. Ach so, ja, Moment mal. Dann räumen wir mal die Kiste hier leer. So. Die entnehme ich. Der muss weg. Was? Wieso viel? Ach so, ja. Da liegt noch ein Würfel auf dem Boden. Und jetzt von der Kiste in die reinpacken hier. So. Langer Greifarm werden vonnöten hier. So, und zwar
Funktioniert das? Nee, es funktioniert nicht, ne? Kann der da? Wie lahmarschig der sich bewegt, das ist. Oh Gott. Kann der da greifen? Nee, kann er gar nicht. Ah, Mist. Na, da muss ich das von Hand transferieren. Ja. Komm, wir machen jetzt mal was. Das dauert noch eine ganze Weile, bis die Würfel da oben ankommen. Gott sei Dank laufen die Fließbänder trotzdem schnell genug. Das geht hier hoch. Okay. Hier ist eh leer. Da ist leer. Das ist noch was. Da muss ich auch mal gucken. Ah ja, gut, da haben sie was. Okay. Leer. Ah komm, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Jetzt ist eigentlich erstmal wichtig, die Energieversorgung wieder hochzufahren. Hier ist totaler Stillstand. Wir haben keinen Dampf mehr. Also nicht mehr viel. So, und so. Heieieiei. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, dass da mal irgendein Fehler passieren könnte. Oder ich weiß gar nicht, warum da jetzt eigentlich Ausfall ist. Oder arbeitet er so langsam, dieser Würfelmacher hier, das sind, ja, da muss ich mir dann echt mal Gedanken machen. Und wenn, müsste ich doch wieder auf die Kohle zurückgreifen, weil, ja, ihr seht ja, was passiert ist. So, jeder von euch bekommt jetzt ein Paket. Ja, ich weiß, es ist sehr blöd, hier in jedes Ding reinzuklicken. Ihr könnt es auch mit der Steuerungstaste machen. Bin jetzt gerade irgendwie, naja, zu faul kann man jetzt sagen, aber ich mach's jetzt halt gerade mal so. Mann, oh Mann, oh Mann. Tja, und das Atomkraftwerk hier hat ja auch nichts mehr zu tun. Das ist ja das Blöde. Der hat noch was. Ja, ihr müsst dann echt mal gucken, dass ich die Kohle wieder ans Netz bringe, eventuell, dass ich da doch eine Noteinspeisung mache. Hm. Ja, vielleicht kann man da, aber ja, ich steig da jetzt nicht mit durch mit diesen. Der ist auch leer. Es gibt ja solche komischen Logik-Dinger da, solche Band-Dinger da, wo man eventuell vielleicht was machen könnte, dass wenn irgendwo zu wenig ist, dass er dann öffnet und Kohle aufs Band legt. Ich weiß nicht, ob das geht. Also müssten wir mal gucken. So, jetzt ist mal erstmal weiter gucken. Ah ja, jetzt läuft es natürlich wieder auf voller Last hier. Ah, wobei, wir haben noch gelbe Bereiche bei der Elektrizität, aber es läuft wieder. So, gut. Stahlkiste. Kommt weg. Hä, Moment mal. Ach so, ja. Das packt ja gleich wieder weg hier. Du lässt die Sache auch mal hier. Jetzt bin ich mir halt nur nicht 100%ig sicher, ob der schnell genug arbeitet. So, machen wir das auch mal wieder hier weg da. Nur da das Bindeglied hier rüber zu das funktioniert auch nicht. Das ist blöd. Das muss ich manuell transferieren. Ja, ich weiß das voll ist. Danke. Das packe ich jetzt mal hier in die Kiste rein. So. Und in die Kiste. Zack. So eine Misere, du, also echt. Ja, und der hier muss auch weg, das hat keinen Wert, wenn wir da jetzt noch was reinlegen. Ah ja, stimmt, ja. Tut ja von da wieder in die Kiste, dann sollte ich erstmal. Ich kann, glaube ich, die komplette Kiste nicht ins Inventar, oder? Doch, hat geklappt. Wie schaut's aus? Da ist wieder ein bisschen Platz. Dann packt man das wieder hier rein. Ja, das ist jetzt wirklich unangenehm. Ich wollte eigentlich was anderes machen. Ich wollte jetzt hier nicht wieder hier am Energiepegel rumschrauben sozusagen. Aber ja, es ist halt jetzt notwendig. Das ist das Problem. So, ich muss das erstmal lassen. Na gut, ich könnte jetzt hergehen.
Ja, das ist allerdings. Eigentlich ist es ein bisschen Schwachsinn jetzt hier. Aber was soll's? So, der kann da dann reinlegen. Dann machen wir, wo ich jetzt schnellen hier. Pack das mal da in die Kiste rüber und dann baue ich nochmal schnellen. Das ist jetzt nicht das Problem, wenn ich den schnellen da. Die kriegen immer los, also so ist es auf jeden Fall. Und jetzt muss ich mal gucken. Leichtes Öl wird hier verbraten. Das Schmiermittel ist, denke ich mal, ziemlich voll, so wie es hier aussieht. Alle Speicher sind voll. Da wird. Ja, da wird nichts produziert. Das geht noch sehr langsam raus hier. Das bedeutet. Petroleum. Ja, gut, Petroleum. Ne, Petroleum ist noch nicht mal voll. Also Petroleum wird verbraucht. Also er kann jederzeit produzieren, wenn hier Schmiermittel verbraucht werden würde. Petroleum wird hier ja auch verbraucht. Also hier beim Kunststoff. Gut, wobei momentan nur die eine Spur hier lädt, weil die andere, ja, die andere kann gerade nicht. Könnten wir da was ändern? Eventuell mit einem, ja, wieder mit einem Teiler vielleicht irgendwie, ne? Wir probieren es einfach mal. So, ach, ich habe keine Zahnräder an Bord. Ja, gut, aber ja, ein paar Eisenplatten habe ich noch im Lager. Was soll's? So. Pam. So. Jawohl, das bringt was. Dann hat der eigentlich auch was zu tun, der andere. So. Und die eine Spur hier wird dann wieder beladen, aber es war jetzt eh nicht so tragisch. Das hat sich jetzt so weit fortgesetzt, sag. Was habe ich jetzt? Ah, Moment, Q, wenn ich drücke. Okay. Schweröl. Schweröl ist Silo ziemlich voll, die Lagertanks. Schweröl wird gebraucht. Wo wird denn das verbraucht? Hä? Hä? Was macht der hier eigentlich? Der macht aus Leichtöl und Wasser macht der hier Petroleum. Ach so. Okay, das ist in Ordnung. Was habe ich eigentlich hier fabriziert? Da geht ein Rohr hier unten durch. Ach so, ja, das tut den mit Schweröl versorgen. Schweröl wird hier für Schmiermittel gebraucht. Okay. Ja, bloß momentan wird kein Schmiermittel verbraucht, großartig. Tja, deswegen hat die Fabrik ein Problem. Ja, gut, und das war jetzt nur zur. Das war jetzt eine kurzfristige Hilfe hier. Moment, ich müsste das Band den Teiler woanders hinsetzen. Also hier nochmal raus. So, ja. Das ist auch jetzt schon wieder mal Optimierung, ne? Ja, man kommt da nicht raus. Man muss immer irgendwas mal wieder ändern oder anpassen, je nachdem. So ist es besser. So, und den restlichen Kunststoff, den brauche ich eigentlich nicht in der Tasche. Den packe ich jetzt hier mal rein. So, bitteschön. Schweröl könnten wir noch vielleicht was verbrauchen. Hier oben wäre Schweröl drin. Da könnten wir also abzapfen. Dann machen wir eine Chemiefabrik. Chemiefabrik, wo ist denn die? Ja, das meine ich ja. Hier gibt es so komische Kombinatoren und weiß ich nicht, und vergleichende Kombinatoren. Das hat alles was mit dem Signal-Logik-Netz zu tun. Da habe ich überhaupt keine Ahnung. Da müsste ich mir irgendwo mal ein Tutorial angucken oder so. Ja, ich kenne die Teile einfach nicht. So, wo waren die Chemiefabrik? Hier. So. Ja, dann machen wir das mal so, dass wir hier noch einspeisen können.
Chemiefabrik, bitte so rum. Ja, wenn ich im Weg stehe, dann geht gar nichts. Eins darüber, jawohl. Du machst mir bitte aus Schweröl Festbrennstoff. Das kann man ja aus allem machen hier. Ja? Das ist eigentlich irgendwie witzig. Oder ich kann Schweröl in Leichtöl aufspalten. Das würde auch gehen. Na, die Frage ist, ob das Sinn macht, ne? So, jetzt hat er hier den Anschluss. Okay. Ich habe schon wieder zu wenig Rohre. Ich sehe es gerade. So, ich brauche unterirdische Rohre auch. So. Hier anschließen, da anschließen. So, schweres Öl. Läuft bei uns. Dann, ja. Der arbeitet wahrscheinlich auch nicht sehr schnell. Moment, ich hänge den gleich mal an Strom ran. Ja, das passt, wenn ich das hier unten, jawohl. Ja, egal. So, macht der genauso schnell wie der? Ja, naja, gut, okay. Dann, aber einen schnellen Roboter brauchen wir da eigentlich nicht, oder? Das reicht eigentlich so ein Lahmarsch. Ja, bloß, der kann momentan nicht ausliefern. Ja, primo. Müsste ich die Fabrik auf die andere Seite machen. Wobei die wahrscheinlich hier nicht, ja, da haben wir ein Problem mit dem Rohr hier. Der Wasserknotenpunkt hier ist ein bisschen weg, oder? Ich versetze es im 1. Ja, dann ist aber das wieder blöd. Und was halt jetzt auch schade ist, dass ich hier nicht anzapfen kann. Also ich kann jetzt hier, oder? Geht es? Das geht, glaube ich, nicht, oder? Ne, hier kommt nichts raus. Also sieht zwar so aus, als könnten wir da was anstöpseln. Aber es leidet dann nicht durch. Das ist leider schade, dass es nicht so ist. So, wie schaut es denn eigentlich aus? Okay, wartet mal, Leute. So, ich nehme euch mal hier die Arbeit weg. So. Ich packe hier mal wieder rein. Einfach mal so, damit es ja. So, der kann auch weg. So, jetzt ist ja erstmal wieder Schicht am Schacht. Ja. So lassen wir es jetzt erstmal. Bau jetzt doch keine zweite Fabrik. Das ist Blödsinn. So, ja. Und jetzt, nachdem wir den Strom wieder hergestellt haben, können wir weiter gucken. Kann ich euch dann auch sagen, was ich eigentlich machen wollte, die Folge. So, der Dampf steigt wieder. Okay. Oder? Macht er das? 9,9, ja. Tut er. Ja, was ich eigentlich machen wollte. Ich habe heute eine Mod installiert. Das heißt Reverse Factory. Also angeblich sollte so eine Maschine hier sein, so in der Größe von dem oder auch von dem hier, wo man Sachen reinstecken kann und dann mal wieder die Ursprungsrohstoffe zurückbekommt. Da habe ich mir gedacht, das will ich mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob es klappt. Ich weiß nicht, ob ich das schon bauen kann, ob es hier irgendwo auftaucht. Oder wo es hier auftaucht, unter welcher Rubrik. Eine Reverse-Maschine ist das dann, ja. Da muss ich das erst forschen. Das könnte dann natürlich sein. Also ich sehe das Ding jetzt nicht. Oder hier vielleicht? Könnte ja sein, ich kann mir sogar eine Nachtsichtbrille bauen. Tragbares Solarpanel. Ach so, ja, das sieht ein bisschen anders aus, wie ich das kenne. Ja, ich sehe jetzt das Ding nicht. Ich weiß aber, was man dafür braucht. Also, es stand recht wenig in der Mod-Beschreibung, nur dass es eben Gegenstände zurückwandelt in die ursprünglichen Stoffe. Es soll angeblich aussehen wie ein Glühofen, also wie so ein Lichtbogenofen. Lokomotive, Pumpe. Was braucht man für eine Pumpe? Ach, Motoreinheit. Umspannwerk. Nee.
Aber ich habe das mit dem Spielstand eigentlich synchronisiert. Dann müsste es doch eigentlich funktionieren. Ha. Also es soll aussehen wie der Lichtbogenofen. Bloß mit so einer weißen Spindel dann drin als Glühfaden sozusagen. Ja, ich sehe es nicht. Also eventuell muss ich das nochmal erforschen. Ja, wir können ja mal gucken. T. Ja. Ja, Realistic Reverse Factory. The Realistic Reverse Factory can disassemble the most of items in a realism propose and get back the resources you needed to create those items. It's realistic mod, so you can't get back fluids. If you need the fluids for the creation of the item you want to disassemble. Also man kann keine Flüssigkeiten zurückgewinnen. Okay, ist im Prinzip logisch. Da müssten wir irgendwie Fässer rauskriegen oder sowas. Ja, aber Fässer muss man normal auch erstmal herstellen und so. Und ja, weil Flüssigkeitssachen kann ich ja in meinem Inventar selber ja auch nicht herstellen. Ne? Dann machen wir das jetzt mal hier. Forschung. Was brauchen wir da? Rot und Grün. Das ist kein Thema. Haben wir genug auf Halde. Das wollte ich euch eigentlich heute zeigen. Aber ja, ihr seht ja. Daraus wurde nichts, weil uns kurzfristig eben die Energie zusammengebrochen war, ne? So, und jetzt wollte ich gerade noch mal kurz hier beim Erz vorbeigucken. Da ist auch schon wieder was ausgelaufen hier. Also, ja, mit ausgelaufen meine ich ausgefallen oder leer. So, eher gesagt leer. Man kann sagen, wie man will. So. Na gut, die haben noch was zu tun hier. Ich kann jetzt denen auch nicht mehr weiterhelfen. Weil, ja, weil da ja keins mehr reinpasst, weil das Rohr hier, ja, so ist, wie es ist. Beziehungsweise ich könnte... Wie weit ist denn das Rohr normalerweise? Ah, da ist die Forschung auch schon fertig, danke. Ich kann jetzt gerade eh nichts forschen, also habe ich jetzt gleich mal weggeklickt. Ah, das ist schon die, na, fast maximale Länge hier vom, von der Leitung. Also bringt es jetzt unwesentlich was. Es würde mir ein Feld bringen. Ja, dann würde noch eins reinpassen. Dann müsste ich das wieder versetzen. Und nö, das lassen wir jetzt einfach mal. So. Gut. Die Batterien sind also nicht voll. Also das läuft ja auch so langsam. Okidoki. So, dann gucke ich jetzt nochmal beim Öl nach. Also jetzt hat hier Schwemmöl, aber bei den Weiterprodukten hier. Ach so. Ach, ich tue ja sogar hier blaue Fläschchen hier auf Halde legen. Das ist nur mal so eine Sicherheitsmaßnahme oder so, aber weil Rot und Grün natürlich ja nicht eigentlich irgendwo einlagern, könnte ich zwar auch tun, aber warum sollte ich? Hm? So. Die machen gerade überhaupt nichts, weil... Ja, weil Schweröl eben hier noch drin ist. Leichtöl ist weg und Petroleum. Aber Schweröl hat momentan ein schweres Problem mit der Lagerung hier. Wir müssen mal gucken, dass man... Aber Schweröl kann ich, glaube ich, nicht in Petroleum umwandeln. Ne? Das haben wir, glaube ich, schon mal geguckt, oder? Warte, wir können ja mal ganz kurz hier gucken. Hä? Was war das gerade? Ich habe gerade hier im Inventar. Schweröl geht nur in Leichtöl ausspalten. Und Leichtöl geht nur in Petroleum ausspalten. So ist es. Ja, warte mal. Wir könnten da... Ich habe da so eine Idee. Okay. Erstmal machen wir hier wieder Festbrennstoff draus. Ja gut, aber die Idee, die zeige ich euch erst in der nächsten Folge. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Euer Legolas. Tschüss.